Hallo Peter! Grüß dich! Sehe den Himmel blau, wie er über ihm fliegt. Sonnenuntergänge. Im Osten jeden Morgen der neue Tag. Abschied von dort und Ankunft in einem Atemzug, einem dieser unglaublichen Augenaufschläge. Klarer Blick und wieder weggehen müssen. Bleiben dürfen, aber nicht können. Afrika. Er lächelt. Afrika war nie weit weg. Und dann erzählt er von den Märkten und Menschen, den Stränden und Häusern, den Kindern und der Wüste. Und in seinen Geschichten brennt sich die Sonne in mein Herz, die sternklaren Nächte, die endlose Weite. Als ich die Augen öffne, ist es Nacht. Ich bin alleine. Kalter Sand in meiner rechten Hand, der Geschmack vom süßen, heißen Kaffee. Das war eine meiner... Tag läuft schlecht. Seit Stunden sind die beiden Männer schon in dem klapprigen, zugigen R4 auf der Autobahn unterwegs. Über 600 Kilometer können im Januar schon ein hartes Stück Arbeit sein. Der Musiker ist erschöpft. Als er ankommt, findet er ein Klavier vor, das eigentlich nur für die Probenarbeit verwendet wurde und verstimmt war. Die Pedalen hakten und einige Tasten klemmten. Nur auf die ausdrückliche Bitte der Veranstalterin ließ er sich überreden, aufzutreten. Er ist knapp 30 Jahre alt und seine Konzerte sind frei improvisiert. Er sagt, es ist immer wieder so, als würde ich nackt auf die Bühne treten. Das ist, wenn man zuletzt kommt. Das ist dann so, als würde man nackt auf die Bühne treten. Sehr schön, danke schön. Aber aus dem Licht gekommen, das ist es, genau. Es ist immer wieder so, als würde ich nackt auf die Bühne treten. Das Wichtigste ist die erste Note, die ich spiele, oder die ersten vier Noten. Wenn sie genügend Spannung haben, folgt der Rest des Konzerts daraus fast selbstverständlich. Er beginnt den ersten Teil mit der Melodie des Pausengongs der Kölner Oper, wo diese Veranstaltung stattfindet, die mit 1400 Menschen, das mit 1400 Menschen ausverkaufte Haus nimmt die Einladung an und lässt sich über die vier Stücke, die knapp 70 Minuten dauern, mitreißen. Und so wird am 24. Januar 1975 Geschichte geschrieben. Das aus dem Solokonzert entstandene Album wird die meistverkaufte Jazz-Soloplatte und die bekannteste Veröffentlichung von Keith Jarrett. Ist Keith Jarrett ein Begriff? Ja, vom Namen her, ja. Oh. Aber es ist nicht so meine Musik. Von Wegesrand mit hohen Bäumen, scharfe Weiden auf Kohlfeldern, die nicht abgeerntet wirken, was irritierend ist. Windräder allerorts. Keine Sicht ringsrum, dichter Nebel, Wind in den Gräsern über den Wassergräben. Bin unterwegs zwischen Büsum und Friedrichskoog, mit Schlenkern um den Meldorfer Klosterberg, den ein schwerer Dom besetzt, trutzig abweisend wirkt. Nach St. Michaels Don führt die Straße zwischen Wald und Wiesen, Kopfsteinpflaster im Ort, über den Schüler nach Unterrichtsende heimwärts stolpern. Es sind knapp 0 Grad, Mittagszeit, Lastwagen parken in den Feldwegen, Arbeitspausen fällt mir wieder ein und ich denke an viele von euch, die ihr andere Wege geht als ich, andere Pläne und Lebensperspektiven pflegt. Höre dieses alte Lied von Carly Simon, You're So Wayne, aus 1972, in dem Klaus Voormann den Bass-Intro spielt, das Bert Bass-Intro spielt und Mick Jagger im Refrain zu hören ist. Sie ist 5 Jahre älter als ich. Es macht mir ein warmes Gefühl, zurückzuschauen, aber jetzt da zu sein, wo ich gerade zu Hause bin und mich daran zu freuen, was vor mir liegt und hinter der Nebelwand liegt. In Friedrichskoog hat Frau von der Leyen einen unterirdischen Torpedobunker wieder aktiviert, sagt mir ein Spaziergänger, der Kriminalbeamter war und Krimis schreibt. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage. Und er lebt hier, weil alles so beschaulich ist.
Meine Pension liegt hinterm Deich, vielleicht über dem Tunnel. Und so alleine Stille und Nachtschwärze eine neue Bedeutung bekommen. Wunderschöne kleine Pension, wo man mit Hunden hingehen durfte. Nach meinem ersten Besuch hatte ich da nochmal angerufen und wollte da nochmal eine Nacht verbringen. Also da gab es keine Teppiche, da gab es so einen Rundteppich, so wie der Tisch hier, so ein Teil. Gab es vom Bett, so ein Teil, was immer wegrutschte, wenn man drauf tat. Kennst du wahrscheinlich. Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ich würde gerne nochmal kommen, war so nett bei euch, hat aber irgendwie 33 Euro gekostet und war Winter. Und dann hat sie gesagt, der Hund, der hätte so geharrt, der ganze Teppich wäre voller Hundehaare gewesen. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, mein Hund hat deutlich weniger als ich und ich habe langhaarig. Also dann hat sie nur meine Haare gefunden und nicht die Hundehaare. Ja, dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich verspreche, dass ich auf jeden Fall und den Teppich jeden Tag ausklopfe, darf ich nochmal kommen. Und dann bin ich also nochmal hingefahren, habe den Teppich eingerollt, habe ihn auf den Schrank gelegt und war gut. Das war so hinterm Deich. Der Zug war ganz Amerika enthalten. Das Salz des Pazifischen Ozeans, das Gold der Espen Colorados, das Büffelgras der unermesslich weiten Prärie. Dieses Land barg ein Vermögen aus Erzen und Gold. Während ich darüber hinwegfuhr, wogte es unter der Sonne wie ein Ozean, auf und nieder. Die Loks pfiffen, die Sonne wurde zu einem Kreis über dem weiten Land. Zwei Vögel flogen hinein und verschmolzen damit. Zitat zu Ende. Woody Guthries Geschichten aus seiner Zeit als Hobo in Amerika sind sehr bewegend für mich gewesen, die ich nur ansatzweise fühlen konnte, die aber in meinem Herzen geschlagen haben wie Träume auf einer Wäscheleine im sanften Frühlingswind. Zu wissen, dass Weggehen ein wirklich hartes Brot im Leben ist und trotzdem die Alternativlosigkeit als bessere Möglichkeit, stärkere Motivation anzunehmen, schafft innere Räume der Freiheit. Als ich das Buch Train Days von Eddie Joe Cotton, der Sohn eines alten Hippies, in die Hand bekomme, der 1989 als 19-Jähriger sein Zuhause an einem kalten Wintermorgen verlässt, weil er unterwegs sein will, ohne das Wissen, wo seine nächste Bleibe sein würde, da ist es für mich wie ein Déjà-vu. Ich erfahre, dass so viele Menschen immer noch auf Zügen unterwegs sind, in den Gefahren zwischen Sehnsucht, Glück und Verzweiflung versuchen, einen eigenen, gangbaren Lebensweg zu beschreiten. Keine nostalgischen Wege gehen wollen, sondern sich aus dem Mix von Perspektivlosigkeit und Hoffnungsschimmer eine Gegenwart zu schaffen. Die Frage, worum geht man auf Reisen? Worum geht man, worum bricht man auf? Und viele Leute haben das Problem, dass wenn sie aufbrechen, dann müssen sie sich von ihrem Hausstand trennen. Ich hatte nie was. Tatsächlich habe ich nie was gehabt, wirklich nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts gehabt. Ich habe natürlich Möbel gehabt irgendwann in der Wohnung. Aber ich habe tatsächlich, also ich war verheiratet. Als ich ausgezogen bin, habe ich lediglich die Klamotten mitgenommen, habe die Kinder, also ich bin auf sehr dramatische Art und Weise ausgezogen, habe die Kinder gepackt und bin weggefahren und wir haben ich musste irgendwo unterkommen, wo meine Ex-Frau nicht wusste, wo wir sind, weil wir nicht genau wussten, was wirklich passieren würde. Auf jeden Fall hat sie die ganzen Möbel behalten. Also sie hat das Haus gehabt, was er gemietet hat, die ganzen Möbel, und ich hatte nichts. Und ich habe mir dann aber eine Wohnung gemietet und habe Kinderzimmer gekauft. Also mein Sohn ist bei mir dann geblieben und nach der Gerichtsentscheidung ist dann meine Tochter zu ihrer Mutter gezogen und ist dann später, einige Jahre später, dann wieder zu uns gezogen. Und ich habe nie was gehabt. Also wie gesagt, meine Freunde haben mir die Wohnung eingerichtet. Ich habe da gesessen, habe leckeres Essen gekocht für alle, während die mir Möbel mitgebracht haben, mir eine Küche eingerichtet haben und irgendein Bett und was auch immer so.
Als dann mein Sohn ausgezogen ist oder meine Kinder ausgezogen sind, haben die eigene Wohnung bezogen und haben alles mitgenommen. Ne? Und ich habe aber parallel eine Frau kennengelernt, die hat ein Haus gehabt. Und die wollte noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen, bevor ich auf Reisen ging. So bin ich also zu der Brigitte ins Haus gezogen und hatte auch nichts. Ich habe nur Bücher und CDs, also das besaß ich halt. Und von daher war das auch nicht so schwierig. Ich habe das alles zusammengepackt und bin losgefahren. Und ich bin von Anfang an mit dem Wissen losgefahren, ich komme nicht wieder. Also es gibt keinen Plan B. Der Plan A ist, wir leben im blauen Bus und wir reisen. Es gibt keinen Plan B, aber es gibt einen wunderschönen Plan C. Der Plan C ist eigentlich entstanden aus einer, einem Gläschen Bier am Abend in Norwegen, als ich mit meinem Sohn, also der ist dann 2018, mit mir 7 Wochen nach Norwegen gefahren und wir haben unterwegs den Peter kennengelernt, ein guter Freund heute. Und die Jungs haben dann abends zusammengesessen und haben sich ausgemalt, was werden würde, wenn ich eines Tages nicht mehr reisen könnte. Und aus dieser Geschichte ist eine reale Möglichkeit entstanden. Also die haben sich vorgestellt, der Bus, der wird eines Tages im Garten eines Altersheims stehen, bis zu den Rädern eingegraben, ich kriege da ein Pflegebett und werde da versorgt, bis ich dann sterbe. So. Und das habe ich mit, ich habe Freunde, die haben ein privates Altersheim. Das habe ich denen so erzählt und hat gesagt, bon, das ist gebongt, das machen wir. Genau das machen wir. Ja, du, wenn du nicht mehr kannst, wir graben den Bus da ein und da bleibst du. Und ich kaufe ein paar Ziegen, ein paar Schafe und dann hat Hilde auch was zu tun. Und das ist der, und das sind sehr junge Freunde von mir, die sind um die 40 rum. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch ein bisschen leben und länger leben, ist gut. Und die haben mir auch angeboten, dass sie die Hilde nehmen, wenn mir irgendwas passiert. Ne? Also der Sebastian hat mir sofort gesagt, also er holt die Hilde ab, wenn ich einen Unfall habe. Und die Hilde, bevor die Hilde ins Tierheim kommt, fliegt er irgendwo nach Portugal und holt die Hilde ab. Und dann kann sie so lange bei ihnen wohnen oder eventuell den Rest ihres Lebens. Das ist schön, Freunde zu haben. Das ist, wenn ich nicht ein so großes Netzwerk von lieben Menschen um mich herum haben würde, dann wäre das Leben sehr kompliziert. Also dann würde ich schon gar nicht mehr reisen können, weil ich habe auch einen Freund, der hält meinen Bus am Leben. Ja, für wirklich eine kleine Mark. Also, aber ja, warum bricht man auf? Ich weiß es nicht. Also das ist, ich glaube, das ist einfach in mir drin. Das ist, es war schon immer so und es geht mir richtig gut. Es geht mir richtig gut, unterwegs zu sein. Ich kann auch nicht mehr in einer Wohnung schlafen. Es gibt Freunde, die bestehen immer darauf, dass ich im Gästezimmer übernachte oder wir. Ne? Das machen wir dann auch, weil wir keine Chance haben, da im Bus zu schlafen. Aber es ist wirklich so, dass ich tatsächlich auch sehr schlecht in Wänden noch schlafen kann. Also im VW-Bus, der steht ja draußen, das ist alles dünn, da schläfst du, wenn es heiß ist, wenn die Sonne scheint, die braucht nur mal so bei 15 Grad, dann hast du gleich 30 Grad im Bus warm und wenn es kalt ist, ist es kalt halt. Ne? So. Aber wir sind, glaube ich, hart im Leben. Und wenn du draußen lebst, ist das sowieso... gewöhnt sich einfach dran an den Temperaturen. Genau, deswegen trage ich eine kurze Hose.